Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Assassin's Creed Syndicate. Was ist das hier? Blitzschlagzeilen. Galvani-Bomben. Gibt es noch ein paar Karl-Marx-Missionen, aber auf die habe ich ja gerade echt nicht so Lust. Deswegen gehe ich hier hin. Wobei ich sollte. Nee. Wenn ich angekommen bin, gehe ich erstmal ins Zugversteck, weil eventuell habe ich mal wieder ein bisschen Geld im Safe. Das will ich mir dann natürlich abholen erstmal. Und danach mache ich die nächste Jacob-Mission. Ja, das klingt nach einem besseren Plan, finde ich. Gut, dann. Wo ist unser Zug? Hä, wo ist unser Zug? Auch da hinten. Okay. Ja. Dann müssen wir mal kurz warten, dass das Spiel wieder hochfährt. Ja. Was mir auch noch nicht passiert, dass mir Assassin's Creed Syndicate komplett abschmiert. Dass es hängt. Okay. Abschmieren ist mir, glaube ich, noch nicht passiert. Aber hey, das passiert jedem Mann mal. Beim Thema Mann, da habe ich neulich in Doctor Who eine schöne Anrede gehört. Sehr geehrte Damen, Herren und andere Varietäten. Finde ich schön. Gut, dann jetzt auf zum Zug. Wo ist denn der jetzt schon wieder hin? Ja, bitte. Hoffentlich diesmal ohne technische Probleme. Ich fasse nicht an. Na, wird's was? Ja. Oh. Ein Brief für mich. Wo ist dieser dumme Ah, Brief? Jacob. Hallo. Ach, das Licht, was darüber gerutscht ist. Oh, 2,8. Ist ganz nett. Aber wo ist dieser Brief? Viel zu tun. Vielleicht ist es auch jetzt noch nicht verfügbar. Wer weiß. So, auf zur nächsten Jacob-Mission. Oder? Ach komm, mach mal Karl Marx. Irgendwann müssen wir die Mission sowieso machen. Ich glaube, mit Stufe 7 kommen wir auch ganz gut durch diese Missionen durch. Ja, bisher muss ich sagen, die Karl-Marx-Mission mochte ich jetzt echt nicht so. Aber ich hoffe ja immer, dass ich noch eines Besseren belehrt werde. Ah, gut. Es wurde zwar wieder abgewählt.
Okay. Wollte da jetzt eigentlich einen Todessprung hinmachen. Geht doch. Da ist ein Animus-Fragment unter der Brücke. Das würde ich mir eigentlich auch gleich mal holen. So, zack. Und runter. Lust auf ein bisschen Spaß? Ich folge. Brauchen Sie das, Chef? LOL. Hat mir der Bengel gerade 5000 Pfund von irgendjemand geklaut? Explosives Ende. Ah, ich wollte eigentlich die andere zuerst machen, aber gut. Die Fracht soll umgelagert werden, wir müssen los. Da hinten steht eine Kutsche. Wenn wir uns drin verstecken, fahren sie uns direkt zu ihr. Ich. In der Templerkutsche verstecken. Natürlich ist mal wieder was getimt. Die müssen überleben. Zumindest bis sie mich zur Fabrik gebracht haben. Warten, bis der Wagen die Fabrik erreicht. Na, super. Schießt! Ich pumpe ihn mit Bleifall. Ja, das Blöde ist, dass ich halt Rooks angeheuert habe. Und hat sich jetzt eine vorne auf den Kutschbock gechillt, ne? Jetzt ist die Frage, fährt die mich zur Fabrik oder ist die jetzt in Panik? Alles an Gegner markieren. Zerstören. Ah, okay. Ups. Echt, kommst du jetzt raus? Ich habe mein Leben der Selbstentwicklung verschrieben. Sollte man von dem Abschaum auch erwarten. Wenn die wow. Die Kante ist schlecht programmiert. Naja. Ein Ärgernis weniger. Lief jetzt auch wieder nicht so wie gehofft.
Und sagen wir es mal so, von den Karl-Marx-Missionen erwarte ich jetzt sowieso eigentlich nichts mehr. So doof es klingt, aber die waren bisher sehr enttäuschend. Reden. Karl Marx, wenn man ihm hilft. Jetzt komm schon. Oh, da vorne ist eine Kiste. Das Beste an der Mission, da vorne ist eine Kiste, zu der ich wahrscheinlich sonst nie gegangen wäre. Genau, park einfach mal mitten auf der Straße, du Idiot. Hallo. Sie sind zurück, Mr. Morris. Verstehe. Ich hatte befürchtet, dass so etwas passiert. Er war ein guter Mann, doch auch die Besten können vom Weg abkommen, wenn die Trauer sie blind macht. Trotzdem danke, dass es nicht noch viel schlimmer gekommen ist. Yay! Gut, und die nächste Marx-Mission ist hier oben. Und ich mache mal eben die Kisten hier um die Ecke. So. Klönk. Dann ist die nächste hier oben irgendwo. Ah, da drin. Ah, komm, gehen wir hier rein. Ist einfacher, als durchs Fenster zu klettern. Ja, die ist wohl oben. Jo, ich gehe ins Haus hier und beklau die Arme. Super. Bin toller Assassine. Weißt du, eigentlich sollte ich mich für die Armen einsetzen. Nee, stattdessen breche ich in deren Haus ein. Und beklau sie noch. Bin ja ein ganz großer Held. Hier drin das nächste Armenhaus beklauen. Hallo. Du bist gleich um ein paar Pfund leichter. Ja, 308 Pfund, ne? Davon hätte die Familie hier überleben können. Jetzt werden sie alle armselig verhungern. Schade. Also, ist halt echt so, wenn man sich das mal so vorstellt. Ich gehe hier in die Häuser rein. Weiß, die sehen von außen schon abgeranzt aus. Von innen sehen sie auch nicht besser aus. Die Leute haben nichts. Ich meine, die haben so wenig, dass die Kinder halt arbeiten gehen müssen. Und dann gehe ich rein und klaue den 308 Pfund. Und ich glaube, damals waren 308 Pfund echt einiges wert. Vor allem für so eine arme Familie. Weiß nicht, ein paar Pence wird sicherlich ein Brot gekostet haben. Mit 308 Pfund wären die wahrscheinlich echt gut ausgekommen. Das war wahrscheinlich deren gesamtes Erspartes. Um halt für schlechte, also richtig schlechte Zeiten vorzusorgen. Ne? Jetzt so sehr arm leben und sehr sparsam. Und das Geld eben sparen, damit man in richtigen Notzeiten überlebt. Ja, und jetzt? Haben sie halt gar nichts mehr. Das finde ich schon ein bisschen makaber. Aber das meine ich tatsächlich ganz ehrlich gerade, dass es schon leicht makaber ist, dass man die Leute noch beklaut. Ich weiß nicht, da hätten sie vielleicht irgendwas anderes reinpacken können in die Häuser, aber echt, die Leute beklauen, finde ich schon schwierig. Dass die Arbeitskräfte in der Fabrik hier regiert die Korruption, dessen bin ich sicher. Die Anzahl der Verletzungen durch die Maschinen hier geht ins Unermessliche und trotzdem macht die Firma weiterhin Profite.
Das muss aufhören, zum Wohl der armen Arbeiter, die sie missbrauchen. Wenn wir doch nur irgendeinen Beweis hätten. Irgendwo da drin muss es Aufzeichnungen zu den Unfällen geben, die ihre Vergehen belegen könnten. Ich schätze, sie müssen zum Vorarbeiter. Doch wie bringt man ihn dazu, ihnen die Berichte zu geben? Vielleicht, wenn die glauben, dass es in der Fabrik brennt, könnten sie sich durchmogeln. Okay, ein Luftattentat auf eine Wache vollführen. Ja, die Mission machen wir heute noch. Und dann ist auch schon der Ende. Amateur. So, Luftattentat auf eine Wache vollführen. Kann man mal machen. So. Ups. Anzünden, halten. Baumwolle überhaupt brennen? War es nicht immer so, dass Baumwolle schwer brennbar ist? Na gut, schwer brennbar heißt nicht unbrennbar, ne? Das stimmt wohl. So. Und hier nochmal ein bisschen angucken. Ah, die Kiste ist über mir, wa? Und noch die letzte Baumwoll-Dingens. Das letzte Baumwollpaket hier anzünden. Mit dem Vorarbeiter reden. Hallo, Herr Vorarbeiter. Hier wird noch alles abbrennen! Holt schnell eine Feuerspritze! Beeilung! Den Feuerwehrwagen entführen. Ja, 210 ist ein bisschen näher. Ja, ne? Ist ja mal um die Ecke, ne? Feuerwehrwagen waren die schnellsten, oder? Also hier im Spiel. Wenn ich rüberkomme, bist du tot. Kutsche entführen. Tschüss. Ja. Die hat schon ein gewisses Tempo. Ups. Mach langsam. Gerettet? Bist du noch bei Trost? Was ist mit den Papieren? Dein Meister wird nicht erfreut sein, wenn die Bücher in Rauch aufgehen. Mutter Gottes, Sie haben recht. Folgen Sie mir schnell. Folge mir. Sie müssen gleich hier drin sein. Oh, da sind sie ja. Gut, Sie sind sicher. Hey, was glauben Sie, was Sie da tun? Halt, Diebstahl! Is it dead body, ja? Aus dem Gebiet entkommen. Sie sollten mir nicht zu nahe kommen. Ich muss Sie bitten, zurück. GG, easy. Bam, bam, bam. Oh, ich hab wieder 14.000. Ah, 16.000 kostet das Ding hier.
So. Erledigt. Ah, doch noch nicht erledigt. So, zack. Zählt jetzt wohl nicht als Massenereignis beendet, wa? Weil sich die dummen Bullen eingemischt haben. Ja, gut. Dann schaue ich nochmal nach Fähigkeiten. 6 Punkte. Nett. Jacob erleidet weniger Schaden. Finde ich gut. Hatte ich da nicht noch eins für 2? Ja, längeres Zeitfenster für Konterangriffe. Zack. Level 8. Ding, ding, ding. Kann ich mir jetzt nicht noch eine neue Waffe holen? Inventar. Waffen. Genau. Upgrade. Verbessern. Meisterassassinen Kokri. Gut, dann wechsle ich nochmal eben zu Eevee. Weil ich bei ihr dann ja sicherlich auch Fähigkeiten verteilen kann. Und auch ihr dann das Meisterassassinen Kokri geben kann. Komm. Schleichen 2. Samtpfote. Und dann auch noch das hier. So, Stufe 8 auch auf Eevee. Dann Inventar, Waffen. Meisterassassinen Kokri. Schusswaffen gibt sonst keine bessere. Oh. Upgrade Rauchbombe 2 herstellen. Großer Bombenbeutel herstellen. Nutzt mir zwar effektiv noch nichts, aber hey. Ja. Gut. Damit bedanke ich mich dann jetzt mal wieder bei euch für Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.